Was geht ab, meine Z5000 hier? Und aktuell haben wir den neuesten Trailer für den Dragon Ball Super Broly Film bekommen. Keine Sorge, ich werde den Trailer hier nicht ansehen. Wir werden auch nicht über den Trailer reden. Worum es mir geht, ist, was am Ende des Trailers angekündigt wurde. Ich werde aber einen Link in die Beschreibung setzen, da könnt ihr euch den Trailer ansehen, diejenigen, die das gucken wollen. Aber keine Sorge, es gibt keine Spoiler. Was am Ende des Trailers geschah, das ist das, was ich euch zeigen will, Freunde. Das ist das, was mich interessiert. Nämlich, wir haben hier eine Ankündigung für Dragon Ball Legends, nämlich Sparking Broly wird für Dragon Ball Legends erscheinen, Freunde. Und worum es mir hier geht, ist, es beginnt langsam. Ihr werdet wahrscheinlich die Message verstehen oder viele werden es schon wissen. Freunde, spart überall eure Kristalle, Stones, whatever. Es gab zwar keine Dokkan-Ankündigung, aber keine Sorge, das sollte auf Dokkan auf jeden Fall auch kommen. Diese Ankündigung war jetzt hier für Dragon Ball Legends Dokkan. Ich sag mal, man muss nicht unbedingt eine Ankündigung bekommen, aber es ist auf jeden Fall mit großer Sicherheit, dass in nächster Zeit eben was zum Dragon Ball Super Broly Film kommt. Aber da haben wir quasi ein Stück gebraucht oder einen Anfang gebraucht, sage ich mal, mit dem wir auch arbeiten können mit unseren Aussagen. Und das ist der Anfang jetzt hier für Dragon Ball Legends, Freunde, in der nächsten Zeit. Der sollte vielleicht auch wahrscheinlich schon relativ demnächst kommen, in den nächsten Wochen, sei es also jetzt zum Broly Filmstart, aber auch natürlich vielleicht ein, zwei Wochen später zu Weihnachten, Neujahr, sollte auf Legends Global Dokkan Global JP etwas zum Broly-Film kommen. Und wie gesagt, hier haben wir den Start mit Dragon Ball Legends x Dragon Ball Super, dem Broly-Film. Deswegen, Freunde, die Message, ich halte es ganz einfach. So sieht der Dude aus. Ich finde es auf jeden Fall nice, dass wir jetzt etwas mal bekommen haben, womit ihr das anfangen könnt. Aber spart eure Kristalle und Stone, sei es, wo es ist, weil ich bin mir sehr sicher, diese Charaktere werden sehr gut sein. Und zwar haben wir aber auch für Legends heute angekündigt bekommen, Ultra Space Time Summon Nummer 7. Und das sollte mehr oder weniger das letzte neue Banner sein, vor dem neuen Broly. Wisst ihr, was ich meine? Und das Banner, ja, kommt vielleicht morgen schon online, denn für morgen wurde eine Wartung angekündigt. Wir haben einen neuen Super Saiyan Bardock, der immer stärker wird, wenn Super Saiyan am Start sind oder wenn er sich auswechselt. Super Saiyan gibt einen guten Boost. Chilled haben wir, der den Freezer Clan boostet, den neuen Tag. Und dann haben wir noch Goku, der eine, was hat der am Start? Der bei Auswechslung eine Damage Reduction hat, so mehr oder weniger, habe ich heute Morgen lesen können. Mir geht es nicht darum, was die Charaktere hier drauf haben, auf jeden Fall. Ich denke, sie werden schon gut sein, sondern mir geht es eben darum, dass sie auch natürlich eure Kristalle sparen können. Ist ein Ultra Space Time Summon, heißt eventuell bekommen wir auch wieder zwei Gratis-Tickets, die uns erfahren können. Ansonsten würde ich eigentlich nur sagen, haut hier eure Dailies raus und hofft, dass ihr bekommt. Natürlich, wenn ihr Summon mögt, Summon auf jeden Fall. Das sind gute Units für ein Super Saiyan-Team, zum Beispiel sei es Bardock oder als Super Saiyan-Zeitcharakter Gohan oder für ein Freezer-Clan-Team, so ist es nicht. Aber wie gesagt, mir geht es nicht um die Units, mir geht es mehr darum, Freunde, euch jetzt die Message mitzuteilen. Langsam beginnt es mit der Promo oder an sich mit dem, dass sie uns in den Spielen, in den Dragon Ball Spielen, Legends und Dokkan langsam auf den Broly-Content hinzubewegen. Deswegen, Freunde, ich hoffe, die Message kam an. Abermals, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like, spart eure Kristalle, spart eure Stones und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.